So, wieder hallo, jetzt kommt zurück zu einer wunderbaren Weiterausgabe von Zirkus 2. Ich weiß nicht, warum ich Italiano mache. Wunderbare Spaghetti, ihr wisst Bescheid. Nein, wir sind nicht italienisch unterwegs, sondern heute wieder britisch, ne? Weil wir hatten ja letztes Mal schon den Nobel M600, ne? Und natürlich auch einen wunderbaren Nachfolger aus der Nobel-Familie haben wir, nämlich den M500. Den haben wir auch drin, den seht ihr schon, eins der aktuelleren Nobel-Modelle. Und auch der Wagen ist in der Hypercar-Kategorie angesiedelt, wo er lustigerweise eigentlich nicht hingehört, weil wir hier von 540 PS reden. Und das wirklich für die Hypercar-Kategorie, ich sag mal so, langsam ist. Es ist nicht wirklich schnell. Wir werden mal gucken, was damit heute so leistungstechnisch geht. Und natürlich auch tuningmäßig, weil wir wollen natürlich auch gucken, was optisch damit so geht. Ich muss sagen, optisch fühle ich ein bisschen schon. Ich finde den optisch ganz cool. Bin ich ehrlicherweise ehrlich? Ich finde den wirklich cool. Ich finde die Heckpartie war erst so ein bisschen gewöhnungsartig. Ich so, weiß ich nicht, ob ich mir das so rein tun würde. Wisst ihr, wie ich meine? Ey, wisst ihr, wie ich meine, weil das grammatikalisch total Bullshit war. Aber irgendwie muss ich sagen, finde ich gut. Ich finde es gut. Vor allem den sichtbaren Endschalldämpfer und so hinter den Gittern und so. Und grundsätzlich die ganze Linienführung hier beim M500 finde ich schon, muss ich sagen, auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch das Frontdesign sehr aggressiv am Reinschauen. Auch wenn ich irgendwie sagen muss, dass Front und Heck irgendwie nicht so stimmig zueinander sind, so von Designsprache, finde ich, spricht das Heck eine andere Sprache als die Front. Die eine spricht Italienisch zum Beispiel, das wäre eine Option. Und irgendwie passt das nicht ganz. Wir sitzen natürlich auch hier wieder schön rechts, digitales Cockpit hier am Start. Natürlich modernes Hypercar, wie sich das gehört. Aber ich komme mit dieser Cockpit-Perspektive einfach nicht mehr klar nach Sixth-Motorfest. Was ich aber sagen muss, es gehört schon zu einem der hässlicheren digitalen Displays. Also das muss man leider sagen. Also ich bin ja eh nicht der größte Fan von digitalen Tachos. Wenn, müssen sie bitte schön umgesetzt werden, dann bin ich damit fein. Aber das hier, das sieht so ein bisschen aus, als wenn man in der Alpha von dem Spiel hat sich entschieden aufzuhören. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Tacho schon schwer hässlich. Schon schwer hässlich. Ich finde ihn schon wirklich nicht schön. Also das würde ich gerne erwähnen. Ich finde den Tacho schwer scheiße hässlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das wirkt einfach nicht, als hätte da jemand Feierabend gemacht, aber früher, als er hätte es laut Arbeitsbedingungen hätte machen sollen. Weiß ich nicht. Geht der Drehzahlmesser überhaupt? Wait. Der hängt ein bisschen hinterher. Ich meine, wir fahren halt einfach steady 7000 Drehungen. Na gut, es ist immer noch so 2, der Tacho ist sowieso nicht. Was ist hier denn? Was? Aber Leute, ich sind gerade mit der Gesamtsituation überfordert. Oder sie haben überlegt, wie ich über den Tacho am Wetten war und waren so, der Mann hat recht. Der Tacho ist wirklich schwer hässlich. Und dann saßen also, der Mann hat einfach wirklich recht. Endlich sagt jemand mal, dass der Tacho schwer hässlich ist. Ja, es ist leider so. Gut, ich würde aber sagen, bevor wir uns jetzt beschweren, wie schwer hässlich der Tacho ist, tunen wir dieses Kfz doch erstmal. Erstmal machen wir ein paar Performance-Teile rein. Um natürlich mal zu gucken, bei welcher Endleistung wir reinkommen. Wie gesagt, 500 irgendwas PS sind wir angefangen. Jetzt gucken wir mal, ob wir zumindest leistungstechnisch hier am Ende bei was Gutem rumkommen. 943 PS hat der Kollege. 473, ich kann es mir ein bisschen gleich nicht merken. Krass, er hat mehr Leistung als, und 20 km/h mehr Topspeed als der M600, der mit mehr Leistung startet. Ja. Warte mal, 471? Jetzt, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz vollgetuned suchen, aber 471 wirkt sehr schnell, so kommt mir das so doof vor. Nein. Holy fuck, was ist denn 471? Junge! Ich habe kein anderes Hypercar, was 471 fährt. Das schnellste ist 451, glaube ich. Holy shit, was hat denn das Ding für einen asozialen Topspeed? 453. Holy. Junge, das ist aber Wolfsburg, schaust mit seinem Vater, Alter. Holy shit, was geht denn hier ab? Da, krass, okay. Das ist insane. Ich hätte nicht gerechnet. Also, wenigste Grundleistung, aber dann am besten Topspeed. How the fuck? Egal, how the fuck auch immer. Gut, wir gucken mal durch. Wir haben, erstmal gehen wir in die Farben rein. Wir haben die schöne Blau. Dann haben wir ein stärkeres Blau. Muss ich sagen, gefällt mir sogar ein bisschen besser. Dann haben wir Gelb. Nicht so ganz die Farbe für dieses Auto. Orange auch nicht. Rot auch nicht. Außer man möchte sagen, es ist ein Ferrari. Und es ist am Ende keiner. Aber man tut so, als hätte man einen.
Kotzen, Voice Crack. Das ist die Farbe, wenn man so tun möchte, man hat einen Lamborghini, aber hat keinen. Und es gibt noch Grau. Ich würde sagen, wir nehmen mal dieses wunderschöne, kräftige Blau und gucken doch jetzt mal in die Anpassungsteile. So, wir haben natürlich wie immer Carbonara. Wir haben schönen Einlass, muss ich sagen. Den Einlass mit Carbonara. Dann haben wir noch Motorsport-Einlass, der mir ein bisschen zu viel ist. Es ist mir ein bisschen zu viele Einlässe an dieser Front. Ich bin dann doch eher für ein bisschen die cleanere Optik. Teile kosten ganz schön Kohle nebenbei, fällt mir gerade auf. So, Stoßstange vorne. Wir haben einerseits lackiert. Muss ich sagen, das gibt dem Wagen direkt schon einen geilen Vibe. Auch wenn er einen harten Unterbiss hat. Und was mir gerade auffällt, jetzt weiß ich, woher die Scheinwerfer mich erinnert. Ich denke mir die ganze Zeit, ich gucke mir eine Corvette C7 an, Alter. Das ist einfach C7-Scheinwerfer, als ob die davon nicht geklaut haben. Sind dieselben Scheinwerfer, wir können erzählen, was ihr wollt. Dann haben wir das ganze Carbon, auch eine Option. Dann haben wir Splitter dran und, warum es das natürlich nicht in lackiert gibt, aber holy shit, das ist aber schon ein krasser Wandel. Also er ist nicht so extrem wie beim M600, der hat schon ein bisschen wildere Teile, aber die Stoßstange hier mit dem, ich nenne es mal Ladeluftkühler, ist es einer, ich weiß es nicht. Und ich muss grundsätzlich sagen, das ganze Design ist sehr sexy, das nehmen wir. So, wir haben 4 Kotflügel, wir haben Einlässe. Und wir haben ein sehr aggressives Whitebody-Kit, mit dem ich noch nicht so ganz weiß, ob ich damit zufrieden bin. Heilige Mutter. Boah, ey, da habe ich bei meinem 600 noch gelobt, wie schön die Linienführung übernommen worden ist. Wie schön man sich Gedanken gemacht hat, als man die Whitebody-Kit mit Linien empfunden hat. Und bei meinem 500 so, mir doch egal, einfach dran geballert hat. Ja, das sieht schon, aber wir müssen mal ganz kurz hinten checken, ob ich das haben will oder nicht. Warte mal. Hopp, hallo? Ah ja, Mann. Das sieht nur so aus, okay. Ah, es ist. Okay, von hinten. Oh, von hinten sieht schon schwer assi aus. Mal sagen, wie viel Reifen wir sehen. Ja, komm, wir machen es mal. Komm. Ich will euch ja alle Möglichkeiten zeigen. So, wir nehmen aber natürlich mit dem Einlass. So, dann Felgen. Gibt es andere als Original? Dann das mal. Ich muss sagen, Original gefallen mir sogar ganz gut. Bremssattelfarbe machen wir mal blau. Ich würde die Felgenfarbe gerne noch ändern, eigentlich, bin ich ehrlich. So, mal blöd. Carbon-Spiegelhalter, machen wir mal. So, Seitenschwiller 5 Stück. Wir haben lackiert, wir haben Carbon, wir haben ein kleines Brettchen und wir haben ein größeres Brettchen mit einer kleinen Finne. Wunderbar, nehmen wir. So, Kotflügel hinten haben wir uns ja. Was machen eigentlich die anderen Kotflügel? Ich bin gerade am Überlegen, was hier passiert. Carbon-Inlay. Ja, machen wir mal. Ne, das nehmen wir mal mit. Das ist schon ganz gut. So, Heckspoiler. Haben wir Carbon. Sieht bescheuert aus, weil es unterbricht. Dann haben wir. Da möchte jemand auf Ferrari machen, habe ich das Gefühl. Da möchte jemand auf Ferrari machen. Ich glaube, ich mache doch vielleicht rot. Nee, das sieht irgendwie. Ich will nicht sagen scheiße aus, aber mir gefällt es halt nicht. Das gefällt mir hingegen wieder gut. Das ist schön. Oh. Und das ist auch so. Meine Fresse, das ist schon sehr viel Flügel. Das ist auch schick. Aber es passt mit dem Whitebody-Kit, muss man einfach sagen. Passt natürlich die assigere Theke ein bisschen mehr. So, 10 Stoßfänger hinten. Wir haben schwarz. Das finde ich ganz gut. Bin ich ehrlich, das finde ich ganz nice. Dann haben wir lackiert. Dann haben wir natürlich noch mal ein Carbon. Man muss sagen, ist sehr viel einfach nur mit Carbon und Lack gearbeitet. Dann haben wir. Wir haben uns entschieden, statt 4 Endrohren 2 Bazooka dran zu montieren. Auch eine Option, bin ich vollkommen fein mit. Hoho! Und das ist aber. Boah, vor allem die Abgaslenkführung hier hinten. Und nebenbei haben wir uns entschieden, den Engine-Lämpfer komplett weg zu rationieren. Bin ich auch ehrlich, was braucht man schon, Engine-Lämpfer? Okay, das finde ich sehr geil. Der Diffusor ist geil, die Endrohre und das alles Gold ist natürlich insane geil. Vor allem mit dem Blau passt das super gut. Und dann haben wir diese Finnen, die sehr schön auffassen, dass wir hinten ja so viel Platz neben dem Reifen haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Das nehmen wir einmal. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die Kotflügelverbreitung wegnehme? Ja, dann wirken diese Finnen sehr derbe out of place. Das ist schon eine Hexenstange, die mit den Breitbauer funktioniert. So, Innenraum haben wir natürlich blö einmal alles. Sieht aber echt schick aus. Wir machen. Das habe ich jetzt blau gemacht überhaupt, ich weiß gar nicht. Ich hätte schon die Sitze gerne blau, bin ich ehrlich. Alcantara und das bleibt alles so, weil wir haben nichts, was wir sonst anbeziehen können. Es ist einfach alles blau. So. Sieht. Also Whitebody Kit, wie gesagt, finde ich beim M600 geiler als beim M500, aber nichtsdestotrotz so grundsätzlich die Tuning-Teile für die Noble. Gefällt mir ganz gut, bin ich ehrlich. Oh, das passt gut, wir nehmen die hier. Und Noble hat auch schon wieder gar keinen Bock, dass man sein Auto tunet. Ja, wurde mir aber auch gesagt, das ist auch bei manchen anderen Herstellern so, aber ich vermute mal, dass dann die Hersteller sich so, also bitte machen Sie da keinen Fehler, falls mit Nitro. Was? Im Untergrund, das Ding darf drunter leuchten wie eine Puffbeleuchtung. Here we go, scheiß drauf, ist doch egal, komm, mach mal drunter willst, ist sonst noch Bums. Da ist egal, aber da wird die Grenze gezogen? Weiß ich nicht. Will das Grenzen ziehen hier auf jeden Fall. Wir nehmen mal die Beleuchtung. Scheibentönung könnten wir blau machen wir mal. Hupen lassen wir weg und das lassen wir auch weg. Super. Gut, ich bin mal gespannt, wie der jetzt fährt, weil, wie gesagt, Tempo hat er auf jeden Fall. Da dürfte ein bisschen was gehen. Und blau sieht da ganz gut aus, muss man auch fairerweise sagen. Ja, moin Spiel, danke für nix. Okay,
Okay, das Heck sieht, das Heck ist halt, also man muss sagen, das Heck ist mit dem, wegen dem White Body, der neuen Abgasführung und auch wegen dem Heck-Spoiler als auf einem Level von komplett asozial, das ist schon echt. Ja, das Heck geht schon gut rein. Wie gesagt, das White Body Kit, von hinten sieht geil aus, von vorne finde ich es nicht ganz so sexy. Aber auch studiemäßig trotzdem schon wieder. Ganz solide Nummer, also da kann man sich nicht beschweren. Mit den blauen Flammen und allem, das ist. Ah, schon, ist schon ein solides Ding hier. Hoppala, moinsen, ich müsste mal hier durch. Ja, ja, hallo, hallo. Das ist schon ein sehr solides Ding. Also, vor allem mit dem Topspeed und so. Ich glaube, das ist schon ein gutes KZ. So, wir gehen mal rein. Wir fahren nämlich mal ein schönes Hypercar-Rennen. Schönes Hypercar-Rennen. Habe ich doch irgendwas nicht abgeschlossen? Wir haben, das sind die Dinger. Ja gut, die bringen uns noch nicht viel. Straße nach Orleans. Ja, komm, machen wir mal. New Orleans, nicht Orleans. Dann haben wir noch den zweiten Schwierigkeitsgrad frei. Ja, egal, rein da, komm, rein. Ich weiß gar nicht, dürfen wir uns eigentlich ausnutzen? Ich hoffe es mal. Wir sehen es gleich. So. Der Heck ist schon gut. Wie gesagt, die Front erinnert mich halt an eine Corvette. Was willst du machen? Es ist einfach aus wie eine Corvette. Das Heck find ich gut. Das Heck ist auch sehr eigenständig. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Eigenständig. So. Gucken wir mal. 471 km/h, die will ich auch mal ausfahren hier. Du hast das unter Kontrolle. Ja, ja, komm, laber mich nicht voll. Ich möchte keine Einwände zu meinem Fahrstil haben. So, wir sind beim vierten Gang bei 300. Ich glaube, 470 sind auf jeden Fall nicht weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob die dann auch 470 fahren oder das Gefühl, das falsch anzeigen. Ich habe einfach die Eckdaten nicht im Kopf. Aber er ist nicht langsam. Bei Weitem fühlt sich der M600 nicht so schnell an wie er hier. Warum ist er mit weniger Grundleistung am Ende mit mehr. I don't get it! Warum hat er. Warum? Ich will einfach nur eine Antwort auf meine Frage, die ich hier stelle. Warum hat der Wagen mit weniger Grundleistung am Ende mehr Leistung? How the fuck? Wie funktioniert das mathematisch? Da möchte ich eine Erklärung zu haben. Da darf jemand jetzt mal gerne einen Aufsatz zu schreiben und mir erklären, wie das irgendwie logisch ist. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Karamell, Hypercar-Klasse gefühlt mit der wenigsten Grundleistung, hat am Ende den höchsten Topspeed und eine recht solide PS-Leistung. Damals waren wir mit Autos noch mehr PS, aber die fahre ich genauso gegen den Leitberg, wenn ich das möchte. So. Aber die haben nicht 470 km Topspeed. Die ich nebenbei hier sowieso so gut wie nicht ausfahren kann, das ist wie die deutsche Autobahn. Irgendwie hängt immer auf der linken Spur. Oder die Leitberg ist im Weg, oder Bäume, ihr wisst, wie ich meine, oder Kurven kommen. Die problematischen halt des Hypercar-Fahrens. Aber so mit den Eckdaten sage ich dann auch so, okay, ist ein Hypercar. Legitim. Grunddaten sage ich mir so, Digga, sei froh, wenn du ein Supercar sein darfst. So. Mal ganz kurz hier ein bisschen Nobel, ein bisschen rausten für ihren M500. Ich ziehe aber auch ganz schön oft blaue Rauchwolken hinter mir, ja. Ist aber auch alles sehr blau. Aber es ist nicht verkehrt. Ah, okay, ich sollte nicht drüber rausboosten. Ich bin halt, so Secure Motor Fest gewohnt. Ich freue mich, wenn wir diese Wagen im neuen Secure dann fahren dürfen, ab Dezember oder so. Und ich freue mich da vor allem, wie sie sich da fahren, weil da freue ich mich ein bisschen mehr drauf, bin ich ehrlich. Hoppla, wieder an die Wand, wie sich das gehört. Jetzt haben wir mal ein schönes Vollgasstück. Gehen wir zumindest 400 mal drauf, vermutlich. Ah ja, aber 400 für den 6. eingelegt. Das ist eine ganz normale Geschwindigkeit, Leute. 430. Ich sag mal so, die 450 hat er gerade sehr entspannt geknackt. Ja, also die 470 fährt er. Wir sind gerade bei 459, 460. Ich glaube, jetzt machen wir den Topspeed voll. Ja, 468 sind wir gerade schon gefahren, Leute. Also, ja, er ist, also wie gesagt, langsam ist er nicht. Wo ich die ganze Zeit gewusst habe für seine Grundleistung, wird man am Ende dann selber vom Auto verspottet für so. Ja, mit was ist das U74? Ja, nur mit mir. Ja, hat er recht. Da kann er mich verspotten. Das ist legitim. Wie gesagt, kann auch sein, dass die anderen auf 74 fahren, nur die Daten muss sagen. Ich bin nicht so in der Meta drin. Und wie bei allen anderen Spielen ist mir die Meta sowieso scheißegal. Ich fahre das, worauf ich Bock habe. Das ist grundsätzlich meine Attitüde. Ich bin nicht Mr. Competition. Vielleicht werde ich das werden bei Secure Motor Fest mit dem großen Rennen. Da sehe ich mich dann schon ein bisschen so meine Meta-Builds machen. Ah, fuck. Ich muss echt aufhören, aus dem Kurvenausgang mit Nitro rauszulaunchen, wenn ich noch vollkommen am Lenken bin. Weil das dann natürlich schön
improvmäßig in die Richtung geht, wo ich hinlenke. Nur ein bisschen drastischer, als ich das mir ausgemalt habe. Zerlegt so viele Leute ihre Fahrräder. Naja, es soll sich eine Noble M500 kaufen. Ich sehe da kein Problem. Der ist mir gerade eiskalt vor das Auge gesprungen. Das war aktiv. Da hat sich jemand eine. Das sehe ich nicht ein. Danke durch, moin. Wunderbar. Der Maven stand wirklich wie eine Mauer. Das ist top. Kein Gegenverkehr, nichts, aber der Maven, der hatte Sachen auszuliefern. Der hat Places to go. Da kannst du nichts machen. Heck finde ich wirklich gut. Wieder Front ist also. Können wir mal gerne auch in die Kommentare schreiben. Nutzt der Corvette-Scheinwerfer? Sind wir ehrlich? Für mich sieht das stark nach ja, tut er. Also, das sieht einfach wie eine C7 von vorne aus. Das ist das einzige Problem. Heck ist schön. Gut, aber hey, Front, weiß ich nicht. Das ist zu viel Corvette an den Nobel. Wisst ihr, was ich meine? Das sollte man noch unterscheiden können. Man sollte eindeutig unterscheiden können. Und mit diesen wunderbaren Worten, die wirklich sehr lyrisch waren, muss man ganz klar sagen, würde ich sagen, mich raus für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ganz gerne noch einen Daumen runter, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da ein bisschen und tschö.